Guten Tag. Heute zeige ich Ihnen, dass Verluste für Anleger eigentlich eine gute Sache sind. Nehmen wir ein Beispiel. Angenommen, Sie beginnen mit 100.000 Euro und sparen 30 Jahre lang. Nach 30 Jahren, bei einer Verzinsung von 5%, das ist eher eine konservative Annahme, haben Sie sage und schreibe 400.000, sogar etwas mehr, 400.000 gespart. Eine schöne Geschichte. Nun wissen wir alle, dass es nie steil drauf gibt, ohne Unterbrechungen. Vielmehr wissen wir, dass wenn wir mit 100.000 anfangen, dass die Kurse sich so entwickeln werden. Nun, ist das schlimm? Nein, es ist nicht schlimm, denn jedes Mal, wenn Sie einen günstigen Aktienkurs kommen, also wenn Sie Verluste eingefahren haben auf den Aktien, können Sie mit Ihren Dividenden, die Sie aus diesen Aktien kommen, günstiger neue Aktien kaufen. Und das Resultat ist, dass Sie am Schluss im Schnitt sogar noch höher herauskommen als ohne diese Verlustperioden, die Ihnen günstige Einkaufsmöglichkeiten geben. Nun müsste man sich eigentlich darüber freuen. Wie reagiert aber der typische Anleger? Der typische Anleger sagt sich, ich will auf keinen Fall einen Verlust machen, lass uns versichern. Und was kostet das? Wenn Sie sich gegen einen Verlust bei einer Aktienanlage versichern, dann kostet das sicher zwischen 1 und 2%, vielleicht sogar 3%. 2% Versicherungsprämien auf Ihr Anlagevermögen kostet Sie etwa die Hälfte der Anlage in diesem Fall. Sie kriegen also nicht 400.000 für Ihr Gespartes, sondern nur 200.000. Der Rest ist Versicherungsverlust. So, selbst dann, wenn Sie hier am Schluss in einer ganz schlechten Phase aufhören mit dem Aktiensparen, selbst dann haben Sie immer noch genug Raum, um mehr zu verdienen, als wenn Sie sich jedes Jahr absichern. Freuen Sie sich also über Verluste, denn Sie können ab dann günstiger einkaufen, es ist wie der Ausverkauf. Und seien Sie beruhigt, wenn Sie einen langen Anlagehorizont haben, dann wird Ihnen so viel mehr Rendite zur Verfügung stehen, als wenn Sie sich absichern, dass Sie sogar in einer schlechten Börsenphase besser dastehen, als wenn Sie sich mit professioneller Hilfe oder auch mit Hedging am Aktienmarkt selbst geschützt haben. Viel Erfolg beim Anlegen.